war gestern nur Probleme bei dem Ganzen hier. Leider. Und dabei war die Lösung so einfach. Genau, Isaac. Bring die Platine zur Monorail-Steuerung und setze sie in den Propulsor ein. Dann ist das Monorail-System mit online. Wir haben ein gewisses Problem. Ja, nicht in Mirror's Edge, sondern jetzt bin ich weiter. Und mir fehlt aber gewisse Energie, damit ich weiterkommen kann. Und dadurch. So, damit du das mit der Tür verlangsamst. Genau. Aber brauchte ich gar nicht, denn im Endeffekt. Steffi lässt alle schön grüßen. Computer der Monorail-Steuerung online. Schiffsweites Monorail-System wurde reinitialisiert. Alle Monorails funktionieren ab sofort nach Vorschrift. Monorail fährt an der Flight Deck Station ein. Quarantäne aufgehoben. Okay, wir sind jetzt an Bord und auf dem Weg zur Brücke. Gut gemacht. Seltsam. Die Quarantäne wurde gerade aufgehoben. Was immer in der Flight Lounge war, ist jetzt weg. Gut.
Isaac, gehen Sie zurück zu Kallin und bereiten Sie den Start vor. Wir sehen zu, was wir auf der Brücke herausfinden können und kommen nach. Wenn wir so lange leben. Das ist doch Wahnsinn, Hammond. Selbstmord. Wir werden hier sterben. Ihr mangelndes Vertrauen in mich wurde zur Kenntnis genommen, Miss Daniels. Aber ich habe eine Mission abzuschließen und genau das werde ich auch tun. Mit Ihnen oder ohne Sie. Verstehen wir uns? Bringen Sie uns einfach lebend hier raus. Dann werde ich mir, da ist der Speicherpunkt, dann werde ich kurz den Stream offline gehen lassen und werde dann kurz die Tonmodule um. Freunde der Sonne. Ich bin auch wieder da. Hört man mich jetzt? Gut. Thank you.
so aussah wie so ein Frühstück an Zufall oder was. Das ist dann auch irgendwie. Ja, ich würde es dann so dunkel, glaube ich. Isaac, wir haben es auf die Brücke geschafft. Das ist ein Albtraum hier. Kein einziger Überlebender. Wir versuchen uns zum Hauptrechner durchzuschlagen. Wünschen Sie uns Glück. Why?
gelaufen. Schenke ich dir. Okay, ja. Aber wir sollten mal auskommen, zusammen Geburtstag. Dreht nur noch auf ihn rum, weil es Spaß macht. Feindliche Lebensform entdeckt. Hüllenschaden bedenklich. Sofort. Was ist da unten los? Was ist mit dem Shuttle passiert? Das war unser Ticket nach Hause, der einzige Weg, das Schiff zu verlassen. Kendra! Nein, Hammond! Das ändert alles! Lassen Sie mich doch nachdenken. Haben Sie Zugriff auf den Hauptrechner? Das bringt nichts. Ich kann nicht auf die Primärsysteme zugreifen. Dafür bräuchte ich die Autorisierung des Captains. Und wo ist der Captain? Hier ist Captain Benjamin Mathias. Aufenthaltsort MedLab. Status? Verstorben. Was? Wie? Ich habe keinen Zugriff auf diese Informationen. Finden Sie den Captain, dann haben Sie auch seine Rig. Und mit seinen Autorisierungscodes habe ich Zugriff auf diesen Rechner. Shit. Isaac, ich schicke Ihnen die Monorail zurück. Gehen Sie zur Krankenstation und finden Sie seine Rig so schnell Sie können. Was war das? Hallo,
Du brauchst keine Angst zu haben.
Ich wusste, du würdest kommen, wie du es gesagt hast. Ich habe das hier für dich aufbewahrt. Kann ich jetzt gehen? Corey will mich zum Shuttle bringen. Nein, das weiß ich nicht. Da ich das zum ersten Mal spiele, ich bin hier total viel am Platz. Ich hasse das, Konsolero zu sein und dann C-Games durchzuspielen. Also, hier gibt es ein Modul und ich weiß nicht, wo dieses Modul ist. Das ist doch schon mal. Hier ist der Fall. Und der Fallraum sagt mir, ich muss da. Ich dann wissen, wo dieses Scheiß-Modul ist.
hat mir zwar was gegeben, aber wie wähle ich das jetzt aus? Das ist doch hier die große Frage. Ja, da komme ich aber nicht ran. Problemlos ist jetzt. Jetzt mit diesem Modul viel schwierig bewegt. Was sagen die dazu? Das aber nicht. Ja, wahrscheinlich haben sie doch nur die Weißen und die Taste dafür. Ja. Guckt sie das mal an. Ja, das war die falsche. Isaac, sind Sie noch da? Wir wurden angegriffen. Kendra ist tot. Gerade war sie noch hier und dann... Ich kann nicht glauben, dass ich sie verloren habe. Wir können das noch schaffen. Bringen Sie mir die Codes von der Rig des Captains und dann suchen wir Nicole.
Die Crew hat die Tür zum Erste-Hilfe-Flügel verbarrikadiert. Sie müssen sie sprengen, wenn sie zum Leichenschauhaus wollen. Besorgen Sie sich Thermit in der Medikamentenausgabe und ein Schockpad aus der Zero-G-Therapy am Ende des Flurs. Mit diesem Rauschen ist die Kommunikation zwecklos. Du und ich wissen beide, dass dies unmöglich ist. Dann hab ich dich. Das große Monster. Ja, alles klar, wa? Durfte ich jetzt nicht auf ihn schießen? Der hat bestimmt eine Kur mit drin. Nämlich mal Steuerungsangabe. Sehr schön. Scheiße.
ob du jetzt deine Fresse hältst. Immer diese Pitbulls von den Nachbarn, ey. Große Schnauze, würde ich sagen. Noch sein, diese kanadische Arm. Sehr witzig. Hey, wir können. Gern zu haben. Das weiß ich, aber so werde ich weniger mehr haben, zu gefräsen. So. Ach. Ja. Ich hatte jetzt ja auf. Ja, dann werden wir uns mal diesen schon wieder bekommen. So, damit haben wir jetzt noch ein großes drauf.
mal spoilern kann. So. Ja, da kommen wir nicht rein. Hier steht noch was Schönes. Pat, pat, back, back. Okay, na, das kann ich nicht wirklich ins haben. Hakabu Saver. The Maker oder The Maker was Saw Us. Mensch. Hier steht auch noch was. What are you willing to give up? Was würdest du also für dein Leben aufgeben? Was willst du für dein Leben? Irgendwas in der Richtung auf jeden Fall. Eintritt. In einem Vakuum haben Sie nur einen begrenzten Sauerstoffvorrat. Verwenden Sie Luftkanister und Luftstationen, um Ihre Luftanzeige zu füllen. Ishimura kann man die Schwerkraft lokal steuern. Ihre Schwerkraftstiefel werden einspringen, wenn sie einen schwerelosen Bereich betreten. Der Schwerelosigkeit. Gut, Sie haben ein Shockpad. Benutzen Sie das jetzt zusammen mit dem Thermit, um die Barrikade hochzujagen. Scheiße, ich kann auch mehr kaum hören. Durch die Luftschächte. Seien Sie vorsichtig, Isaac. Eintritt Schwerelosigkeit.
Schwerelosigkeit. Ein Tritt weiter. Erkläre ich das mal so. Also wenn das Spiel oder die Spielereihe als Humble Bundle rauskommt, dann werde ich dieses auf jeden Fall kaufen. Und genau wie ich Dead Space im Humble Bundle gekriegt habe. Und dann, ja, könnte man gucken, ob man dieses in Erwägung ziehen kann. Dann auch... Ich glaube, der hatte mich lieb. Der wollte Sex mit mir. Ich war. Du machst mir kein Blasen. Viel dazu. Glück gehabt. Ja, sehr schön. Das war's von Dead Space 1. Und mal sehen, wie jetzt 4.2 weitergeht. Ich bin da sehr gespannt drauf. Ich wünsche euch.